Hallo da draußen, ihr Lieben. Wir sind heute wieder hier bei Arma 3 Get Wrecked. Mit dabei Crabs One. Hallo. Tactical Viper. Servus. Und die Ente Quack Quack. Ey, das war mein Pfad. Quack Quack. Verarscht. Ja, wir sind hier wieder auf dem Public Server unterwegs. Zu viert haben unsere lustigen Fahrzeuge wieder zusammengebastelt. Ich glaube, Crabs, du bist noch am Bauen, oder? Ja, ich baue jetzt komplett neu und wie die Leute bei mir sehen, ich habe jetzt ein Hammett. Schon mal gegönnt, weil ich Geld gemacht habe. Komm, schon irgendein Panzerfahrzeug hier? Was für ein Hammett hast du? Move. Den hab ich auch. Ich fand den von Waffen und von Slots her am besten eigentlich so. Der auch drei Waffen und irgendwie 6 Module Plätze oder so. Läuft auf jeden Fall. Einfach so ein fahrender Block. Irgendwie sind alles hier nur fahrende Blöcke. Aber ist eine Leiche, ja. Hier Firepaint und. Der Titan, wie heißt denn das neu? Nice Grabs, ey. Der ist geil, oder? So ist der echt cool. Du musst so eine Recoil-Ding mal holen, so eine, weißt du, die wo mit, kannst du dich daran erinnern, das letzte Mal? Ja. Da sind wir doch mal so weggebounced, ne? Richtig, wie heiß ich denn? Was ja, ich denn brenne. Terminal Ballistics. Was, wer brennt? Ich brenne, jetzt nicht mehr, wow. Wo ist der Shop von Terminal Ballistics? Weiß das jemand? Hier vorne hab ich ihn nicht gesehen, hier ist Hyper. Ah, ne, hier ist es direkt. Hab's schon. Ich hab jemanden getötet, ich weiß auch nicht, wer es war. Wo ist das? Wo finde ich das? Unter Weapons? Da steht unten links übrigens. Unten links steht aber nur Tactical Viper wurde getötet. Echt lol. Sehr schön. Nee, ich bin mir nicht sicher, unter was das ist, Scraps. Musst du selber mal schauen, soll. So, Deploy. Doch, da, Magnetic Coil. Kostet das Ding? 900 kostet das. Ist aber nicht billig. Ja. Hoffen wir ein. Da ist er. Lange. Ganz schön groß. That's what she said. Und. Badum. Ja. Das ist wieder witzig. Willkommen im Internet! Ich möchte wieder witzig sein. Oh, da kommt jemand, da brennt jemand im Himmel. Oh, das ist nicht so gut. Nee. Und schon das lässt die Gegner wegflippen oder wie war das? Ja, der bounced dann volle Kanne weg, die Gegner, ja. Mit dem Magnetic Coil. Ja. Weil ich mach mein Auto gerade so zu, dass ich einfach überhaupt nichts mehr dran machen oder abmachen kann. Egal, ich brauch keine irgendwie neuen Dinger. Fuck. Hat einer mal das Schutzschild ausprobiert? Nee. Ich hab es mal drauf gehabt, aber es hat mich nur verwirrt. Okay. Weil ich nicht geschnallt habe, wie es geht. Schutzschild. Ich meine, wird nicht so schwer sein, ein Schutzschild zu benutzen, aber ich habe die Funktion irgendwie nicht. Nö. War nicht so effektiv, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, noch nicht. Ah, guck mal, wer ist denn da hier? Die Viper. Die grüne Viper, ein grünes Auto, eine Ramme. Guck mal. Ja. Boah, verdammt, ich wollte es gerade auch machen. Das sieht aber auch richtig böse aus, muss man sagen. Schön bösen Blick vorne dran. Ja, muss sein. Ich habe ein bisschen so die Front noch durchgucken lassen durch meinen Betonbrecher da vorne. Ich glaube, ein bisschen wie die Holzpaneele irgendwie verrutscht durch den Respawn. Ja, das mit dem Respawn ist noch so ein Ding, was gefixt werden wird. Oh, wer kommt denn da vorne runter? Na, wer ist denn da? Oh, das ist ein Titan Tank. Wow, Nitro, schnell. Holy shit, er schießt auf mich. Nein! Ich war das. Fuck! Kannst du mal nicht rumstehen, bitte? Ich bin gerade gespawnt, Mann. Achtung, hinter uns Titan, komm beide auf ihn drauf. Rauf dieses Riesending, komm hier. Alles klar. Ich voll die Action, ey. Ich bin aber auch gleich so weit. Komm hier, der Ding, oh, der hat eine Recoil hinten drauf. Und ich ramme ihn mal. Oh, yes! Richtig schön reingerammt, ey. So muss das sein, ey. Komm, Rambo, zeig, was du kannst, Mann. Oh, oh. Nein! Ich bin oben drauf, ich lieg oben drauf. Was zur Hölle? Was macht ihr da? Ich hab den Titan Tank getötet mit Explosionen. Ja, ich glaube, wir sind einfach alle tot, Mann. Oh, was ist das denn hier? Ja, ist auf jeden Fall schön. Danke. Was ist denn das denn hier für ein Bus? Danke fürs Mitspiel, ey. Oh Mann, ey. Das sind schon coole Fahrzeuge hier. Toll, da hab ich ständig was gemacht. Sogar ein Hemdtruck in einem Feuerskin, oder was ist das hier? Ja, das ist meiner. Ach, das ist deiner. Krabs, ja. Ja, sieht geil aus. Was ein Münstergerät, ey. Meine Fresse. So, ab geht's wieder. Irgendwo. Ja. Ich weiß noch, Spawnpunkt wieder. Oh, was für Shops haben wir hier? Hey, war ja. No, kann es sein, dass wir eigentlich bis jetzt immer nur Airfield gespielt haben? Ja, ne? Nee, wir haben Airfield angefangen mit Salt Flat. Genau. Ah, stimmt. Und letztes Mal, als ich meinen Tank benutzt habe und wir zu dritt waren, hatten wir Swap gespielt. Okay, dann waren wir schon ein bisschen flexibel. Weil ich würde auch mal eine andere Map auschecken. Aber
Wo battelt ihr gerade? Fossil Gaming hat es gerade geschrieben, man sieht, wenn man auf Deploy geht, eine Zahl neben dem neben der Auswahl links außen. Und dann siehst du, wie viele Leute gerade auf der Map spielen. Also nur für alle Zuschauer, die es nicht wussten. Yep. Wie anscheinend er. Und was auch sehr faszinierend ist, man trifft hier auf den Public Servern, wir spielen zurzeit immer auf den Public Servern, es gibt glaube ich nur drei gerade aktuell, treffen wir immer deutsche Spieler. Die immer sagen, hey cool, wir haben unsere Videos gesehen, sehr witzig, wenn wir treffen. Eigentlich immer ganz cool hier, also... Irgendein Spieler hat gerade mein Fahrzeug gelöscht. Gelöscht? Der ist weg, Hacker, der hat irgendwas dran ge... Lol, der hat sich damit deployed, willst mich verarschen? Was ist denn für ein Penner? Das müssen sie auch noch echt wundern, dass es sowas ist. Wow, holy, was ist denn da passiert? Das war ich, guten Tag. Wow. Ich war hinter dir. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, man kann beim Deployen, kann man... Oh, was machst du denn hier? Nein, deine Rampok wieder. Jetzt liegt auf dem Dach, willst du dich verarschen? Nein, ich muss hier weg. Alles schnell nehmen hier. Minen, alles Rauch, schnell Ralf, tu was. Beweg dich. Scheiße. Bam, Junge. Ja, der Rampok funktioniert. So viel Rauch gespawnt hier, verdammt, das hätte noch nicht gehen müssen. Das lässt man Spielruckel. Ey, das ist so nicht dein Ernst, ich hab den nicht gespeichert, ne? Einfach zwei Steinplatten von dran gebaut, an der Spitze. Voll der Penner. Ich bin überschossen, das gibt doch nicht. Ja, das ist immer, das finde ich wiederum ein bisschen kacke. Weißt du, wenn er jetzt den Wagen nicht mal gespeichert hat und du baust dir da Sachen dran und so, die du gekauft hast. Ich hab noch einen Teil gebraucht und dann hätte ich ihn gespeichert. Ja, und ja, der auch immer drin speichern, ja, muss ich auch machen. Du kannst, wenn ich zum Beispiel hingehe, dieser Wagen, der jetzt hier steht, ne, dieser, was seht ihr den? Ja, dieser Pickup Truck mit dem Laser vorne dran. Wenn ich jetzt hier in die Wand gehe und sag einfach, Tier, ist selber weg. Bam, Junge! Ach, ja, okay, also ihr seht jetzt einfach nochmal, was ich gerade schon mal gebaut habe, aber. Genau. Hey. Ja, dafür gibt's bei mir Action. Alter, Craft Steiner ist Mr. Future, Mann, ich sag's dir. Alter, voll. Ich weiß auf jeden Fall, wen ich töten werde. Das ist geil, ne? Hab ich so auch noch nicht gesehen, Mann. Böser Blick und so, Mann. Ladies and Gentlemen. Oh, da ist aber jemand ganz nah bei uns explodiert. Was zur Hölle, ey. Muss da raus mal schaffen. Hier am Spawn zu sterben. Gibt's denn hier irgendwo eine Reparaturstation auf dem Airfield? Ach, da hinten, ich hab's gefunden. Ganz, ganz hinten. Fette Container und so ein Kram. Woche. Wie heißt das denn? Treibstoffcontainer und. Größere Waffenboxen brauche ich eigentlich noch. Haben wir doch gedacht, da kann man eigentlich mehrere anbringen, ne? Ist ja auch egal, ob du die im Fahrzeug versteckst. Du musst dann nicht wieder abmachen. Ja. Ah, ja, wieder hier Modul hab ich noch eine Large Ammo Box. Die ist doch. Perfekt. Ich werde jetzt auf jeden Fall dann gleich abspeichern. Als du das erzählt hast, habe ich auch gespeichert. Gute Idee. Ja, ganz ehrlich. Oh shit. Ja, das ist halt voll ätzend. Ja, also gerade wenn man Sachen dran baut, die man sich kaufen musste. Ja, hab ich, komplett. Ich hab komplett Steel Panel drumherum. Und der nimmt es einfach und ja, baut halt und fährt damit weg. Von mir geht es weniger um das Geld, das ist mir scheißegal, aber dass ich jetzt einfach nochmal genau das, was ich jetzt im Video gerade schon mal gebaut habe, nochmal bauen muss. Das ist halt mega und ihr findet den auf jeden Fall. Also die Rampe macht den Namen echt allen Ehre. Ja, Mann. Oh, das sind den Tank Destroyer. Boah, nee. Der stirbt auch einfach die ganze Zeit. Raketenbus hat der Ralf. Guck mal. Ja. Wer ist der Raketenbus? Wer ist das? Du, oder? Bitte. Wenn ihr Marcel seht, killt den mal bitte. 3.300 Dollar habe ich bekommen. 3.000, ey. Ja, Mann, ich bin halt schon was hier in dem Spiel. Ich hab beim letzten Mal, das war leider nach der Aufnahme. Die Aufnahme war aus und da war mein Fahrzeug so gut wie kaputt, zerstört. Und da habe ich alles nochmal gedrückt, was ich konnte. Und ich habe einen Raketenwerfer falsch angebaut. Der schoss nämlich immer nach hinten. Und genau der Raketenwerfer hat einen Hemmet zerstört. Nice. Mit dem Schuss. Und somit habe ich fast, wie viel hatte ich da bekommen? Ich glaube 19.000 oder so. Boah, krass. Ja, man kriegt richtig viel Geld, wenn du so fette Dinger kaputt machst. Dann war ich nicht so ein fettes Ding, weil ich nur 3.000 bekommen habe. Ach, für mich ist das schon fett. Los? Warum kann ich denn jetzt hier nicht mehr? Jetzt kann ich den Geist mehr benutzen hier, aber. Naja. Erstmal, da ich auf dem Public Server spiel. Gleich mal nicht so bereit, was brauchst. Wow, was ist denn jetzt passiert? Ich werde durch Luft geschleudert. Glitch! Nee, so muss es sein. Ich fliege jetzt gerade, glaube ich, in Kavala rein.
Ja, ja, das hängt. Ja, ja, das ist die Coil. Die habe ich mir auch gekauft. Alter, ist das geil. Schleudert den Gegner voll durch die Luft. Alter, ist das super. Ja, ich flieg noch ein bisschen. Ich muss auch sagen, der Realismus in diesem Spielmod ist auch. Oh, ich bin tot. Ich bin an einem Auto gestorben und spawns besser aus, wahrscheinlich. Ja, ich find's geil. Ja, ist auf jeden Fall typisch Armor so. Die ganzen Bugs, die mein altes Life nicht haben will, hast du hier und machen wirklich Spaß. Finde ich super. Ich auf jeden Fall auch. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich der Mod weiterentwickelt. Leute, wenn ihr auch da Bock drauf habt, schaut mal auf Get Wrecked auf Twitter, da ist der recht aktiv. Und ich glaube auch auf YouTube. Seit 2 Tagen hat er da auch einen Kanal, der Mod-Ersteller. Und wir sind eigentlich in recht regen Kontakt so. Der ist immer bei uns, kommentiert auch die Videos. Bei dir, Krebs, vor kurzem, glaube ich. Ja, bei, hat auch mehrmals retweetet. Auch, genau. Also, gebt dem mal ein bisschen Love hier, Internet-Love, schaut mal bei dem vorbei und grüßt mal aus Deutschland, das wird ihn bestimmt ganz sicher freuen. Jo, richtig, ja, mach das mal. Vielleicht kommentiert ihr das auch bei meinem Video, ist ja das erste jetzt gerade. Ja, genau. Ja, genau. Seit letztem Unfall. Sei ich jemand auf dem Airfield gerade? Dann bin ich der Einzige. Ja, ich komme gerade. Ja, ich bin gleich wieder soweit eigentlich. Hoffentlich. Der Raketenbus! Mal, der Marcel kommt gleich wieder vorbeigelaufen. Ja, du darfst dann nicht schon wieder auf mich gerade zufahren. Nein! Oh doch, das gibt's. Das gibt's dann nicht. Wie viel Prozent habt ihr weggeballert? 55 hast du noch gehabt. Ich hab, ja, ich glaub schon. Du hast 3 GMGs vorne drauf, oder? Ja, 3 DGMGs. Wobei, ja, ich glaub, die sind halt wobei, echt, die hauen halt echt drauf, ne? Wobei, ich glaube, eine ist nur eine MG und das andere beiden ist, glaube ich, kein Grenade Launcher, soweit ich weiß. Also jedenfalls. Shit, eine meiner Raketen zeigt in die falsche Richtung. Jetzt schießt sie nach links die ganze Zeit. Das ist dein Ernst, ey? Verdammt. Stimmt, ich muss Waffen. Ach halt, jetzt wieder ausgerichtet. Jetzt, wo ich gelandet bin, ist sie wieder gerade. Cool. Oh, fuck. Das ist doch so Wahnsinn, das Ding. Speich. Also von Marcel, das Ding, das sieht aus wie ein Erster Weltkriegspanzer von den Franzosen, ne? Wird mit so einem Hammett rum oder was? Ja, ja. Von allen Seiten zugebombt und. Ach, das ist deiner. Ja, der Spassi hat den einfach geklaut. Oh shit, Alter, oh shit. Hast du dich an den Ersten Weltkriegspanzer von den Franzosen orientiert oder was? An allen Seiten Kanonen dran. Nö, das einfach, dass ich das nach vorne hin in alle Richtungen. GMG oder was? Alter, ja. Ich kaufe ein Magnetic Coil und dabei liegt hier einfach eins rum, ne? Alter, ich bin aus dem Auto geschleudert worden und stehe jetzt auf dem Airfield rum. Wollt ihr mich verarschen? Steht neben meinem brennenden Auto. Hallo, Hilfe! Kann mich jemand töten? Hallo? Okay, ich setze wieder mein Auto rein, oder? Respawn. Komm nach links hier, Rambock. Komm nach links, du darfst mich töten. Nein, ich will jetzt den Typ wegrennen. Der Auto. Ja, okay. Bam! Ach, verdammt. Hat nicht geklappt. Da sind doch hier über irgendwelche... Nein! Verdammt! Muss ich auch noch Suizid machen hier? Harakiri oder was? Ja, ich mach auch gerade Harakiri durch die halbe Karte. Okay, dann eben kein... Dann doch Selbstmord. Wie heißt nochmal die Waffe, wo man weggeschleudert wird? Wie heißt die nochmal richtig? Recoil, glaube ich, war es. Einfach nur Coil. Was hab ich hier für Device-Dinger? Ich habe jetzt an meinem Fahrzeug, zum Beispiel die Sunsäcke sind jetzt nach links rausgedreht, ja. Jetzt schaue ich mal, wenn ich spawne, ob die sich wieder richten, sobald ich gelandet bin. Na, ich guck doch mal, wenn ich doch die Rampe weg. Nee, das hat. Nee, jetzt geht's wieder nicht. Doch, es geht. Doch, wenn du gelandet bist, richtet sich alles wieder normal aus. Ja, das ist gut. Bin ich mal gespannt. Das heißt, man muss sie im Spawn nicht einrichten oder ausrichten. Nur das recht. Okay. Cool, ne? Ja, das ist super. Praktisch auf jeden Fall. Ja. Sieht noch ein bisschen komisch aus, aber das ist natürlich. Oh ja, jetzt, gut. Sind wir gewohnt, diese Leute des Internets. Nein, nicht schon wieder Rambo. Wow. So, jetzt hier zwei. Nein, jetzt bin ich auch noch auf die Seite geflogen, Alter. Du lebst noch. Zwei Dinger brauche ich noch, Alter. Dann bin ich endlich ready. Ja, schon die erste Runde rum hier, wenn wir hier. Ja, ich kann nichts dafür, wenn irgend so ein komischer Mongolo. Ja, stimmt. Mein Fahrzeug laut. Ja. Ah nein, warum fliegt er denn mal rum, Mann? Meine Balance hier. Oh, BAM! Ey, und der fliegt da wie eine Rakete. Krass, Mann, ey. Die Viper, ey. Hat's voll auf mich abgesehen heute. Ja, sicher. Muss ja. Muss ja, sagt er. Vorsicht, da kommt, glaube ich, irgendein anderer. Unser Fahrzeug. Shit. Ja, soll er machen. Den dreht um. So, hier, Building. Ich hab keinen Bock, die mehr zu suchen. Boah, da kann ich ja nicht so schon das Fahrzeug kaufen, ey. Wunderbar. Licht. 2 Stück, okay, Purchase, ja. Hat er wenigstens eine Uhrzeit, wie weit wir schon sind in der Runde? Ich habe nämlich keine Ahnung. Wir sind bei 14,5 Minuten. Ja, genau. Wunderbar. Stoppt ihr auch immer mit. Ja, schon. Die Zuschauer können es konfirmen, jetzt sind es 14,40. So. Speichern, Einstellungen machen und dann läuft's. Yes, sir. Wir machen jetzt richtig Blatt. Lass die Panzerung jetzt auch mal erst sein, die brauche ich nämlich nicht.
Wozu auch, ich habe einen Selbstzerstörungsteil drauf. Wozu auch, ich spreng mir sowieso in die Luft. Genau, richtig. Also, ich hasse das, ne? Diese, was mache ich denn? Wo kommt das denn? Das kommt auf. Ah, shit! Der ich hab Taste. Das. Oh Gott, jetzt habe ich die Taste genommen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo meine Hotkeys sind. Nein, was ist denn jetzt los? Wir auf Q. Mein Fahrzeug sieht aus wie so eine fahrende Kinderhütte, ey. Die man schnell zusammengeflickt hat. Was? So, warte. Ich brauche die Magnetic Coil. Nitro Boost ist C. Ja, ich habe auf jeden Fall das Mad Max Modell hier. Alter, ich habe auf jeden Fall das krankeste Fahrzeug überhaupt. Was hast du? Mein Fahrzeug hat sich einfach mal gerade um 180 Grad gedreht, einfach mit dem Boden reingepackt. Ich habe nur nicht mal geschossen. Tja, okay. Marcel, das waren Minen oder Sprengstoffbeutel, keine Ahnung. Wow! Gibt's ja so Bag of Explosives, ne? Ja, die habe ich genutzt für den Truck. Hey, Bag of Explosives kannst du releasen, das in Fällen fallen die einfach nur runter und liegen da. Und dann kannst du sie noch auslösen sogar. Nein, lass mich in Ruhe. Es mit ruckelt. Der Magnetic Coil muss einfach in der Nähe von jemandem sein, oder was? Komm, Rambock, mach dich fertig. Oh, ja. Verdammt. Hab mit meinem Laser, friss mein Laser, Rambock. Technical Rambock. Ja. Verdammt, ich konnte gerade draußen rumrennen. So, wo sind hier Leute? Wo ist der Marcel? Du nimmst mein Auto. Das ist echt eine lustige, geile Motte, muss man echt sagen. Du musst nach Opfer suchen. Okay. Übrigens habe ich gerade $20 bekommen dafür, dass ich gekillt habe. Es war jetzt nicht wirklich sehr. Es ist nicht sehr gelohnt. Ich bin auch noch nichts wert. Liquid Tank heißt du? Flieg, Ralf, flieg! Na gut. Ja, Liquid Tank heißt du. Mit meinen Fässern haut noch nicht so ganz hin. Hast du den Coil schon an, sag mal? Ich hab den hinten drauf, aber ich hab den. Alter, klatsch auf! Da haut er mich nicht. Ach, du bist es! Lol, okay, ich schieße mich auf. Ah, ich bin schon wieder ausgestiegen. Ich will mal rein, mein Fahrzeug. Was mach ich denn hier? Titan Tank. Ich hab ihn umgebracht! Nein, sogar ich. 1600 habe ich bekommen, oder? Nee, Titan doch nicht. Titan Tank. Das ist ja mein Fahrzeug und hat es auch noch umbenannt, ne? Als ob es seins wäre. Wie heißt der? Titan Tank. Hier, warte, ich fahr weg. Der ist schon auf 68 runter. Oh. Ach du Scheiße. Ich wurde getötet von denen, glaube ich. Alter, oder? Was ist denn jetzt? Was ist denn das, Alter? Ich glaube, ich wurde umgebracht, sagt gut. Aber wieso stehe ich jetzt wieder bei dir? Ja, super, meine Hülle ist kaputt. Meine Hülle ist kaputt. Danke, Intchen. Hast du gut gemacht. Leer. Weiß. Ja. Jetzt. Wie ich gefunden ist, fasse wirklich. Ach, Mensch. Das ist aber voll mies, das machst du aber immer. Das ist sau effektiv. Wenn du diese Caltrops hast, im Kreis fährst, wenn jemand hinter dir ist und die dann legst, dann steht einfach da und du kannst dann halt wegmachen. Und die mit Magnetic Coil kann man irgendwie anmachen, wenn jemand in der Nähe ist, oder was? Ja, du hattest die vorhin die ganze Zeit an, irgendwie. Ich hab da noch nichts gedrückt, ne? Die war nicht von mir. Aber der andere hat sie auch eine dran, der mein Fahrzeug geklaut hatte. Ach so, okay. Ich hab gerade den Liquid Tank vor mir. Bestimmt lol. Oh nee, ne? Ich hab gerade das geladene Fahrzeug geholt. Boah, Alter. Und es hat nichts mehr dran. Alles weg. Wirklich? Ja. Nein! Wir kommen in der Alpha. Alter, nee, bei mir ist alles drauf, Klöps. Lol, das weißt du, Magnetic Coil oder was? Alter, weißt du was, Klöps? Bei mir steht einfach alles da. Jetzt wieder da. Ja, das Fahrzeug war weg. Ja, stimmt, genau. Jetzt ist wieder da. Ja, ich hasse es, ey. Was? So, den Typen nehmen wir uns auf jeden Fall nochmal vor, ne? Komm, hey, ja, ich bin da. Okay, jetzt kein Friendly Fire. Das heißt kein Friendly Fire. Wir erstmal Team gegen den, oder? Ja. Ja, der ist hier wieder bei mir. Den machen wir jetzt. Wie heißt der Typ denn jetzt? Wo ist der? Titan Tank. Der hat genauso einen Teil wie ich. Okay. Dreist kopiert. Aber der ist wahrscheinlich durch meine Caltrops gefahren. Lol, ich bin ausgestiegen. Du sollst wieder einsteigen. Das ist vielleicht nicht die optimale Lösung hier. Nee, ich bin ausgestiegen und dann ist Fahrzeug kaputt gegangen. Also dein Fahrzeug ist kaputt? Viper hat mich gekillt. Was? Nein. Doch, schon im Chat. Ich bin ja gerade gespawnt. Ja, ich den auch. Wie kann ich den getötet haben, wenn ich gar nicht auf dem Airfield war? Keine Ahnung. Hab ihn gerammt. Stand unten bei Liquid Dark, was killt bei Rambok. Geh da lieber weg. Rambok.
Keul ist nämlich an. Ich will den Rammen, ich will den Rammen. Yeah. Meine Keul ist an, yes! Hau ab, Mann! Ich fliege, krass, Alter. Ich bin gleich im Meer, Mann. Ja, okay, ich fliege jetzt auch nach Kavala. Oh, ich schieße mal ein bisschen in der Luft. Komm hier, ein bisschen Smoke noch reparieren. Alter, wo ich hinfliege? Selbstzerstörung, komm schon! Hab ich ihn? Ja, Titan Tank was destroyed by Krabs One. Nice. Sehr cool, sehr, sehr schön. Cool. Jetzt müssten wir eigentlich sein Fahrzeug wegmachen, sobald der respawnt. Da ist er. Ist das? Marcel heißt er, ne? Hm. Ja, aber da der einen anderen Namen gegeben hat, hat er schon abgespeichert. Aha. So, ich hab ihn nochmal kurz ausgelacht. Aber der hat ihn bestimmt gespeichert, denke ich mal. Ja, nee, der hat ihn ja umgenannt. Der hat ihn umgenannt. Dein Ernst? Jetzt ist er weg bei ihm. Siehst du? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, Marcel. Ne? Schön scheiße, ne? Können wir mal den Wagen klauen. Ach, verdammt, Inte. Hey, warum bist du in mich reingefahren? Du weißt schon, dass ich einen fetten Helmet habe. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, mein Rambo kann doch nichts bringen. So wie. Also, klaut keine Fahrzeuge, Leute. Macht das nicht. Das ist ja. Nicht gut. Das also, die Selbstzerstörung ist ja wohl mal imbar, ne? Ja. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall ein neues Auto bauen. Ich habe irgendwie die Schnauze voll von meinem. Das war einfach nicht solid. Gegen euch konnte ich nichts ausrichten. Ich wurde vielleicht einmal habe ich jemanden töten können und dann war ich schon im Arsch. Das heißt, in der nächsten Folge, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen und wo auch immer ihr alle herkommt, sehen wir uns wieder. Der Viper, der Krabs und. Tschüss. Jawohl. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.